Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch nur ganz kurz zeigen, wo sich die Systemsteuerung in Windows 10 und Windows 8 auch versteckt. Ja, ich meine damit die alte Systemsteuerung, die ab Windows 8 ja immer mehr hier von den Windows-Einstellungen hier ja verdrängt wurde. Die alte Systemsteuerung, die gibt es allerdings natürlich immer noch. Wir werden sehen, wie lange. Und ich will jetzt euch zeigen, wie wir das jetzt beispielsweise. Ich habe jetzt hier eine Windows 10 Maschine, hier Version 18.03, Build 1734, ja. Und nun will ich euch schnell zeigen, wie wir die Systemsteuerung finden. Ziemlich schnell und einfach. Es gibt da natürlich mehrere Wege, wie immer. Der einfachste Weg ist vielleicht einfach auf unserer Tastatur die Windows-Taste gedrückt halten und die Pause-Taste drücken. Ja, dann bekommen wir hier diese Basisinformationen über den Computer anzeigen. Und hier haben wir die Systemsteuerung. Ja, wir können einmal draufklicken einfach und schon sind wir hier auf der Seite. Ja, auf der alten Systemsteuerung hier, wie wir es, ja, wie gesagt, bis Windows 7 kennen. Das war die eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist einfach die Windows-Taste drücken und einfach Systemsteuerung hier tippen, ja. Zack, und einfach öffnen hier und schon haben wir auch unsere alte Systemsteuerung. Hier haben wir natürlich die Möglichkeit, uns, wenn wir das öfter nutzen oder lieber, besser damit klarkommen, wie auch immer. Wir haben hier die Möglichkeit, uns beispielsweise hier an unsere Taskleiste anzuheften und schon können wir direkt ganz schnell zugreifen. Zack. Ja, und die andere Möglichkeit wäre, glaube ich, mit Windows R und hier einfach Control eingeben und Enter und schon gelangen wir auch schnell und einfach auf unsere alte Systemsteuerung hier. Wir werden sehen, wie lange es noch gibt. Hier die alte, die wird wahrscheinlich irgendwann komplett verschwinden, aber noch ist sie ja da. Genau, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen über ein Abo und ein Like, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.